Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sirk und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es wieder eine SBB, Jungs, und zwar Supercup-Finale, ja. FC Bayern München gegen Sevilla. Also, ich bin richtig heiß. Ende September werden die spielen, Jungs, ja. Wer wird das Spiel gewinnen? Schreibt mal das schön unter den Kommentaren. Ich glaube, FCB macht das Ding. Ich glaube sogar so 3-0, ja. Und zu Gast haben wir heute Furki, beziehungsweise Los. Was geht ab? Grüße ihn raus, Freunde. Was geht ab? Ich hoffe, alles gut bei euch. Freut mich, hier wieder am Start zu sein. Und ja, gar nicht so viel rumplappern heute. Rein in die Masse. Ja, Jungs, wenn ihr diese Kombination feiert, ja, Seko und Furki, schreibt das gerne in den Kommentaren, beziehungsweise lasst ein Like da, Jungs. FCB gegen Sevilla wird auf jeden Fall krass. Und wir werden heute auch so machen, wir haben zwei Jokers am Start, ja. Also ich muss zwei Bayern München Spieler auf jeden Fall haben und Furki muss zwei Sevilla Spieler auf jeden Fall haben. Und noch was, Jungs, ja, damit es nicht so leicht ist, ich darf nur zweimal Sevilla Spieler aufschreiben und Furki darf nur zweimal dann Bayern Spieler aufschreiben. Sonst wird es einfach zu leicht. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ja, erklärende Boss, Seko war am Start. Also, wir starten jetzt mit dem Video. Aber bevor wir starten, gibt es kurz eine Werbung. Mein RTL! Letztes Jahr, im August 2019, hat Level Up Fantasy Flavor Galaxy released. Absolut Lieblingsedition von vielen und erfolgreichster Level Up Flavor ever. Ein Jahr später setzt Level Up mit einer neuen Fantasy Flavor wieder einen drauf. Der Nuclear Edition. Leuchtende Box gab es noch nie. Leuchtende Shaker gab es auch noch nie. Nuclear Edition. Jetzt testen wir mal gemeinsam. 400 ml Wasser. Eiswürfel. 1 Scoop Nuclear Edition. Mixen. Nicht zu vergessen, Jungs, ja, es ist für uns entwickelt, für Gamer, sehr wenig Zucker, Jungs, und kostet weniger als 1 Euro. Also heißt, anstatt draußen was zu holen, holt euch Level Up, Jungs, ja, Nuclear Edition und mit dem Code SCHADE2, Jungs, gönnt ihr euch einfach mal. Bevor wir testen, zeige ich euch mal was. Im Dunkeln leuchtet es immer noch, Jungs, ist zu wild. So, Jungs, ich hab richtig Bock auf Nuclear Edition, jetzt probieren wir erstmal. Let's go. Boah, das schmeckt so krass. Das schmeckt nach, kennt ihr diese Kaktus-Eis? Boah, genau so, Jungs. Jungs, noch was mit dem Code SCHADE2. Könnt ihr 3 Stück kaufen und ihr zahlt nur 2. Also gönnt euch, Jungs, ja, mit dem Code SCHADE2. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Also mein Lieblingsgeschmäcker, ihr wisst Bescheid. Galaxy Edition und Blue Crush, Jungs. Also gönnt euch mit dem Code SCHADE2. Kuss geht raus. Wir machen weiter mit dem Video. Let's go. Mein RTL! So, Jungs, dann starten wir mal rein. Ja, ich halte rein, Lost. So, die okay. Zwei Spiele habe ich aufgeschrieben. Okay. Jungs, ich frage mich aber nur, wie viele Likes schaffen wir denn, Seko? Achso, wir schaffen. Jungs, wenn wir 2500 Likes schaffen, wirklich, Bus geht raus. Warte, ich mache wie jetzt Luciano. Ach, let's go. Drei Freunde, bei mir rechter ZM und rechtes Mittelfeld. Und da habe ich mich auch gar nicht lumpen lassen und habe auch gar nicht irgendwie gewartet oder so, Freunde, sondern habe mir direkt die beiden Sevilla-Spieler reingeholt hier. Ocampos, Team of the Season und Banega, International Gangster. Nee, Man of the Match. Hast du es wirklich sehr, sehr stark gemacht, Bro. Ich habe einen Spieler von Sevilla aufgeschrieben, natürlich. Aber das ist der Navas. Und in der Mitte habe ich De Jong aufgeschrieben von FC Barcelona. Apropos FC Barcelona, Jungs, was sagt ihr? Wird Messi gehen oder nicht? Schreibt das mal auch gerne unter den Kommentaren. Ich sage, er wird zu City wechseln, aber ich würde richtig wollen, dass er zu Juve geht, Alter. Ja, also ich würde auch sagen, Juventus wäre echt interessant, aber City wäre auch geil. Hauptsache nicht PSG, Digga. City oder Juve. Aber ja, eigentlich, Jungs, also ich sag dir so, ich wünschte mir, er würde bei Barca bleiben. So Karriere da beenden, einfach immer bei Barca spielen, Digga. Aber wir machen jetzt weiter. FCB gegen Sevilla. So, du kannst gerne reinhalten, ja. Ja, zwei so, im Hintergrund. Also, auf der rechten Seite, Furki, Line, Gingerline, ja, da haben wir den Sancho am Start, ja. Dann benutze ich meinen ersten Bayern-Münich-Spieler. Ich hoffe, ich darf den behalten, weil, Digga, was sind das für Werte? Alles über 90 einfach, Goretzka. Ja, GG an der Stelle, Freunde, ich habe aufgeschrieben, Goretzka, Napri und habe getroffen, Freunde. Goretzka kann einfach mal von dem Bronze-Torwart ersetzt werden. Das heißt, Bro, deine 90-plus Hullet-Gang-Spieler da kannst du einfach mal wegmachen. Ja, Jungs, also wir machen dann weiter. Weitere Runde. So, Freunde, wir haben jetzt drei Namen im Hintergrund. Ja, Seko kann einfach mal reinhalten. Und ja, wen hast du am Start, Digga? Also, Jungs, dann machen wir aber weiter hier. Im Sturm, ja? Dann gehen wir mit De Jong, ja, und zwar von Sevilla. Ich glaube nicht, dass du den aufgeschrieben hast. Dann auf der linken Seite gehen wir mit
Griezi. Ja, Jungs, Griezmann haben wir hier am Start. Griezmann Tots. Und in der Mitte gehen wir mit, auch von Barcelona, und zwar auch De Jong. Okay, ich habe aufgeschrieben Ferland Mendy, Karim Benzema und Antoine Griezmann. Einfach mal ein Bronzespieler auch bitte da rein. Seko, ich glaube, heute kommt eine Beerdigung von dir. Und apropos Beerdigung, Freunde, meine Haare, ich muss mal dringend zum Friseur. Dann halt mal rein, Digga. Auf geht's. Let's go. So, ich habe als Stürmer vorne links den Sergio Kun Agüero, auf der linken Seite eine Headliner-Karte, Freunde. Und zwar, wer könnte es sein? Sterling und im mittleren ZM eine 99er-Karte. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Habe ich den guten alten De Bruyne Team of the Season. Okay, kann man machen. Ich habe Depay, Promise und De Jong aufgeschrieben. Kannst du behalten. Bei dir läuft es, Digga. Bei dir läuft es wirklich heute. Ja, Positionsmodifikator mache ich noch, Freunde. Keine Sorge. Und ich würde sagen, wir machen weiter, Digga. Nächste Runde dann. Let's go. Jungs, dritte Runde. Die beiden Außenverteidiger. Wir müssen jetzt auf jeden Fall was snipen. Ansonsten gehen wir auf jeden Fall heute baden gemeinsam. Ich halte mal rein. Also baden gehst du sowieso, ne, baden gehst du sowieso, aber ja, egal, ich mache einfach mal weiter. Rechtsverteidiger habe ich auf jeden Fall Food Birthday Da Costa am Start und Linksverteidiger, den guten alten Letizia Team of the Season, das heißt, die beiden hast du auf keinen Fall aufgeschrieben hier, Freunde, da bin ich mir sicher. Aber, ja, ich wollte schon zweimal was sagen, ich habe es zweimal vergessen, Digga. Lost Fulky. Also, ich habe Chavahal aufgeschrieben und Mondi. Ja, das war stark, Freunde. Also, ich lerne so langsam, Seko. Was sagst du? Ich sag mal, ich mache hier weiter. Und zwar auf der rechten Seite gehen wir mit Pavard. Ja, mein nächster Bayern-Spieler. Ich hoffe, du hast ihn nicht aufgeschrieben. Und auf der linken Seite gehe ich mit Lodi. Ah, schade. Ich habe Kamara und Wan-Bissaka aufgeschrieben, Freunde. Das heißt, er darf beide behalten und ja, ich würde mal sagen, Seko, die letzten drei Spieler, Digga. Bis gleich. So sieht's aus. Wir machen dann weiter. Wird sehr wichtig. Ich hoffe, ich kann jemanden noch snipen, Jungs. So, Freunde. Ja, nachdem wir hier den besten Linksverteidiger aller Zeiten im Spiel reingehauen haben und der mal ausnahmsweise nicht gesniped wurde, habe ich jetzt drei Namen im Hintergrund hier und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit den Losern gegangen ist. Auf geht's. Mit dem was? Mach einfach. Okay, und zwar, ich habe ein Icon hier am Start, und zwar, das ist ja Matthäus, ja. Ich glaube nicht, dass du den aufgeschrieben hast. Und dann gehe ich mit Thiago Silva. Jetzt weiß ich, was du mit Loser meinst. Und ich habe im Tor Navas. Man munkelt irgendwie gerade in den Kommentaren, dass ich irgendwoher das Team schon habe. Freunde, ich habe aufgeschrieben, Marquinhos, Silva und Navas. Also die Loser. Die kannst du alle mal wegmachen, also dein Silver und Navas. Bruder, ich glaube, heute kommt eine Zerberstung auf dich zu. Halte rein. Ja, Digga, auf geht's. Linker Innenverteidiger ist am Start. Jo, den hast du bestimmt aufgeschrieben, wenn du schlau bist. Prime Maldini, Freunde. Rechter Innenverteidiger habe... Er hält gerade so in die Kamera, Freunde. Er sagt so, ja und so. Dann rechter Innenverteidiger habe ich... Freunde, den hat gefühlt jeder in seinem Team of the Season Pack bestimmt gezogen. Wer kennt ihn nicht, Freunde? Man kennt ihn, Ginter. Und im Tor habe ich Radetzky, Team of the Season. Ey, Mann, ich habe ein Icon aufgeschrieben, natürlich. Das ist der Nesta. Dann habe ich im Tor Leno. In der Innenverteidigung Emre Can. Unglaublich, Digga. Wir starten dann direkt rein, Jungs. Wir starten einfach direkt rein. Wünsche mir einfach viel Glück. Wir starten rein, Jungs. So. Wir werden jetzt Furki zerstören. Let's go. De Jong, der ist zu gut. De Jong ist zu gut, Freunde. Ich hab's gesagt. Ja, Decker. Ich hab's was. Ja, Decker. Komm on. Wer das Video gestern gesehen hat, Freunde, bei mir, der weiß ganz genau, mit De Jong ist nicht zu spaßen. 1-0. Agüero. Ey. Ah! Bro, sorry, ne, also das Video hier, also diese Stelle hier, hätte auch woanders hochgeladen werden können. Mach bitte keine Witze. Grill! Warte. Das war so dumm, den Torwart. Einmal in die Kommentare, war das dumm, den Torwart rauszuholen, Freunde? Ja, du Furki. Naja, machen wir so. Machen wir so, De Jong, nehmen wir mit, 3-1, ja. De Jong. Locker. Ey. Hast du gesehen? Oh.
Ey, dieser scheiß Grill macht mich fertig, Alter. Grill, 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 Grill! 5-1, also De Jong wieder hier. Kann man ja ein sechstes machen, also, weißt du, was ich meine? Deswegen. Abklatschen, Sancho. Ganz stark vom Tor. Jawohl, Alter, come on! Wie viel Glück kann man haben, ne? Ich bewege. Bronzespieler, Alter! Ja. Ey, das. Ah, was? Schade. Schade, schade, schade. Eieieiei. 6 Discards. Ist okay. Also, Jungs, 6 Discards. 8-2 hat der Furki gewonnen. Wir kommen direkt zum Discarden. So, Freunde. Ja, wir haben jetzt 6 Discards hier am Start bei Seko. Einer auf Insta hatte mir geschrieben, ich weiß nicht mehr ganz genau seinen Namen, vor ein paar Stunden. Der geschrieben, ich nehme auf jeden Fall einmal den linken Innenverteidiger, ich nehme den Torwart, ich nehme den rechten Innenverteidiger, ich nehme die beiden Stürmer und deinen rechten ZM. Also sozusagen viel aus dem Zentrum. Okay, also, du hast einmal, beziehungsweise du hast 3 Bronzespieler getroffen, plus noch Sancho Team of the Season, De Jong Team of the Year und Matthäus 88. Ja, Jungs, also insgesamt 600k. Ich mache jetzt ein SBC. Wir sehen uns gleich wieder. So, Jungs, also wir geben hier Sancho, De Jong und Matthäus ab. Ja, die gehen jetzt mal weg. Ja, tut schon ein bisschen weh. Aber was soll's, so sind halt die Regeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. 2500 Likes wären schon schmeckhaft. Lecker, Jungs, ja. Ansonsten checkt auf jeden Fall Furkis Kanal ab. Da haben wir auch was gedreht. Ohne Video schauen, ist es verlinkt. Ja, checkt mal noch Level Up aus. 3-4-2 Aktion mit Schade. 2 Jungs. Kuss geht raus. Du hast letzte Worte, Bro. So, Freunde, hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem mit der Jung da vorne. Der ist absolut krass, Freunde. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht das Outro in die Länge ziehen. Liken, abonnieren, alles Mögliche, Freunde. Haut rein. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.